habe gerade noch mal kurz den letzten Spielstand geladen, weil in Folge 6 war ein Kommentar, dass da hinten ja was Wichtiges wäre. Das wollte ich mir einfach mal anschauen, bevor ich hier die Brücke einreiße. Drei Inschriften. Pferde. Die Pferde sind nichts zu tun. Nein, Einschrift 1. Ein Augenblick. Translating, please wait. Eine Beschreibung des Grals. Hat das halt recht, ja? Was war das? Entweder das irische Gedicht oder der Zeitungsausschnitt ist die richtige Beschreibung des Grals. Muss ja wohl nachher den Gral irgendwie erkennen oder so in der Beschreibung. Ich will jetzt gerade nochmal schauen, da geht es ja nicht weiter. Was passiert, wenn man den Haken da rein tut? Ja, das hatten wir schon. Und dann von der anderen Seite nicht so weit, halt für uns. Das war zu weit. Und dann von der anderen Seite mit der Peitsche den Stöpsel durchziehen. Er geht rüber. Schade. Okay. So. Die Musik sollte jetzt ein bisschen lauter sein. Also genau genommen habe ich das Mikro leiser gestellt, weil ich die Musik nicht lauter aufnehmen konnte. Und ich werde das nachher dann einfach per Audiobearbeitung alles ein bisschen lauter machen wieder, dass es wieder passt. In diesem Sinne. Lade. Ach nö. Was ist denn? Das ist der Fehler Nummer 25. Ja. Was mache ich damit? Huch? Das war seltsam. Hoffentlich geht das jetzt mit dem Laden. Das wäre blöd, wenn nicht, dann müsst ihr die ganze letzte Aufnahme nochmal nachstellen. Das war eine Dreiviertelstunde. Ich hoffe ja, kam irgendwie durcheinander, weil davor schon ein Spiel lief. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Okay. Dann noch kurz zum Test. Nein, der Sarg wird noch nicht geöffnet. Zuerst eine Demonstration. Keine Ahnung, wer wieder zurückkommt, deswegen möchte ich das Ganze einmal zeigen zur Sicherheit. Das ist die Musik und das ist mein Gelaber. Wenn die Lautstärke jetzt passt, dann ist ja alles super. Und wenn nicht, dann schreibt doch einfach nochmal, die Musik muss lauter. Bitteschön, einmal laute Musik für euch. Und jetzt noch eine kurze... Nein, nicht gleich den Gral. Nicht mal den Sarg öffnen. Das war ja langweilig, denn das nimmt die ganze Spannung weg. Lass mal schauen. Was ist denn hier hinten noch? Geht's da weiter? Kann man vielleicht von der einen Seite das Gitter wegnehmen? Öffne das Gitter von dieser Seite. Man kann es nicht bewegen. Ziehe. Das ging ja vorher nicht. Drücken. Das Gitter. Okay, also los geht's. Was ist da wohl drin? Eine Mumie. Ein Schatz? Sein Vater? Ein Wow? Ja?
schauen und erzählen, was du siehst. Das ist das Grab des Ritters vom ersten Kreuzzug. Na dann. Dann wissen wir jetzt, wo der Gral liegt. Super. Und ihr kriegt auch immer eine Runde Musik. Ich bin einfach mal still. Wo ging's hier noch gleich raus? Man sollte Folgen in denen oder Spiele, in denen ein Labyrinth vorkommt, niemals unterbrechen für einige Tage, sondern am Stück spielen. Oder zumindest so abschnittsweise, also ein Labyrinth immer einmal komplett machen. Keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Achso, Sackgasse, keine Tür. Da werde ich jetzt da irgendwie rein, wenn das lädt, aber. Auf jeden Fall danke für die Kommentare, für die Rückmeldung und für den Hinweis, dass man da hinten noch was Wichtiges findet. Ich hatte zwar nicht vor, den Spielstand zu überschreiben, aber weiß ja nicht, im späteren Spielverlauf werden die Spielstände vielleicht irgendwann knapp, keine Ahnung, wenn das Spiel geht, dann wäre es vielleicht auch passiert. Und dann hätten wir nie erfahren, was in den Schriften steht. Vor allem, wenn es wirklich jedes Mal, so wie der Zweckesel schrieb, neu generiert wird, wenn mein Spiel beginnt. Ja, dann wäre wohl das Ende um einiges schwieriger geworden. Durch mein blindes Vorgehen. War nix. Oder war ich da schon? Keine Ahnung. Wahrscheinlich letztes Mal irgendwann. Das kommt mir gerade bekannt vor. Ich glaube, das war das Ende vom letzten Mal. Kurz vor dem Raum, dem Sarg. Vielleicht irgendwie das Gitter hoch oder das Sarg öffnen oder so. Jetzt. Okay. Vor Sarg. Geh nach hinten. Vielleicht geht das Gitter ja aufgegangen durch das Öffnen des Sarges. Nein.
Ist ja wirklich nichts mehr. Lies doch mal die Gebrauchsanleitung des Gitters. Nein, das klappt nicht. Öffne das Gitter. Das geht immer noch nicht, obwohl der Sarg offen ist. Peitsche. Siehst du, hast du den Metallpfosten mitgenommen, dann hättest du jetzt ein Problem weniger. Also da, mal zur Erinnerung. Ja. Nichts Neues. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Geht's hier irgendwie raus überhaupt? Muss doch eigentlich, weil das wäre ja blöd. Sackgasse. Da oben war ich gerade. Hier. Warte. Das ist eine Sackgasse, da war ich gerade. Mal langlaufen. Ich glaube, hier links geht es wieder zur Treppe hin und sonst nirgends hin. Vielleicht ist da ja doch irgendwie ein Ausgang, ich bin falsch drauf geklickt. Da hatte ich bisher auch schon ein paar Mal Probleme. Mit dem die Türen richtig treffen. Weil wir da nicht immer richtig ganz durchgehen. Nicht auf Anhieb. Das sieht schon so ein bisschen aus wie du. Ja, okay, ich hab falsch geklickt. Schön. So muss das sein. Usability, yay. Ach genau, jetzt sind wir wieder hier. So, da kommen wir her. Jetzt müssen wir da zurückkommen durch die Holztür neben den komischen Schachbildern. Oder neben den komischen Figürchen, Holzfigürchen, Holztafeln, wie auch immer. Und da, nein, doch nicht. Nein, nein. Und da ging es auch noch rechts weiter. Hierin erinnere ich mich sogar. Da müsste so ein Dreieck sein. Ja, genau. Ein Dreieck. Das ist, glaube ich, der Punkt von da oben. Und dann geht's hier zurück. Da können wir durch. Und jetzt sollten. Ach nein, für die falsche Richtung. Was ist denn halt los? Der Jones sollte mal seinen Kompass umpolen. Ja, daran muss es liegen. Oder die Karte umdrehen, nicht auf den Kopf lesen, so wie der Mann im Restaurant. Der auch die Zeitung verkehrt rumliest. Oder vielleicht auch gar nicht liest, sondern irgendwas anderes tut. Man weiß es nicht. Das mit der Maschine verbunden vielleicht? Hat das die Brücke ausgeklappt oder so? Möglich. Ha, diesmal in die richtige Richtung erwischt. Daran erinnere ich mich gerade nicht mehr. Vielleicht hier? Nein.
jetzt nicht weiter. Dann muss das der Weg hier rechts sein. Da war noch einer. Da war noch einer. Oben oder unten? Oben. Dann geht's weiter. Ja, nein, dahin, dahin. Ja, genau, das meinte ich. Hier ist nämlich rechts noch ein Weg. Da kamen wir vorhin her. Dann habe ich irgendwie da ein bisschen rumgespielt, dann plötzlich die Tür auf. Und in dem Tunnel war der Haus noch nicht. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal rein. Was soll schon passieren? Ein weiteres Labyrinth. Mit Musik, zu der ich schweige. Oh. So viel dazu. Okay, das hat gerade irgendwie gar nichts gebracht. Das ist einfach nur ein anderer Weg, da reinzukommen in den Raum. Zur Erinnerung, das war gerade der Gang da. Da unten noch eine Sackgasse. Hier, ja, noch eine Sackgasse. Oder geht's da rum? Ja. Ja, da geht's rum. Da ist noch ein Weg. Das sind noch zwei Räume. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welche das waren. Erstmal den Oberen. Dann gleich nochmal zurück in den Unteren anschauen. Immer schön alles mitnehmen. Ach, das war die Maschine, genau. Alles klar, die funktioniert noch. Die wurde dreimal bedient. So an, aus, an. Falls sie was Binäres umschaltet. Weiß nicht. Keine Ahnung. Wird schon passen. Genau, hier ist der Wasserstöpsel gewesen vorhin. Da war gerade am Anfang der Folge unten drunter. Mittendran die Inschriften zu lesen.